Wir machen heute das Interview mit Frau Löffler, Heinzel und Knödel. Okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 33 Jahre. Ich bin 30. Ich bin auch 33. Okay. Haben Sie einen Freund oder Ehemann? Einen Ehemann? Ich auch. Ich auch. Okay. Haben Sie Kinder? Ja. Zwei Töchter, 5 und 3 Jahre alt. Ich habe einen Sohn mit fast 1,5 Jahren. Und ihr war einen Sohn mit 3,5, das ist der Paul. War schon immer der Beruf Lehrer ein Traum? Ja. Ich habe das früher schon in die Poesiealben reingeschrieben, dass ich Lehrerin werden möchte. Also ja. Ja, bei mir ist es genauso. Ja, ich habe auch schon als kleines Mädchen mit meiner Cousine Lehrerin gespielt. Was unterrichten Sie? Deutsch, Religion. Ich auch. Englisch und Religion. Warum haben Sie sich entschlossen, Lehrerin zu werden? Weil es ein spannender Beruf ist. Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man in ein Glas reingeht. Also ich wollte immer schon mit Kindern arbeiten und da ist der Lehrberuf auf alle Fälle dafür geeignet. Bei mir ist eigentlich das Gleiche. Man weiß nie, was einem in der Früh erwartet, wenn man den Schulalltag anfängt, und wird auf jeden Fall nie langweilig. Okay. Mögen Sie Ihren Beruf? Ja. Ja. Woher kommen Sie? Ich komme aus Niederwinkling, das ist im Landkreis Straubing. Ich komme aus Kirchberg im Wald, das ist bei Regen. Mhm. Und ich komme aus Herzenberg, das ist im Landkreis Passau. Okay. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Da ich zwei kleine Kinder habe, werde ich vor in meiner Freizeit auf Spielplätze, in Ballettschulen und zum Kinderturnen. Das ist meine Freizeit. Und natürlich die Unterrichtsvorbereitung. Ja, bei mir ist ähnlich gut zum Ballett fallen, eben mit meinem kleinen Sohn, aber das meiste an Freizeit nimmt mein Sohn ein, ganz klar. Bei mir ist dasselbe, aber ich bin jetzt auch noch ganz ehrlich, ich tue ganz gern Serien anschauen, wenn es die Zeit erlaubt. Okay. Wie reagieren Sie auf Kritik von Führungskräften oder Mitarbeitern? Also ich versuche mir die Kritik zu Herzen zu nehmen und so weit wie es geht umzusetzen bzw. was zu ändern. Genau, ich würde auch sagen, dass Kritik was Positives hat und ich kann es nur mit Frau Knödel unterschreiben, so würde ich es auch machen. Mhm, konstruktiv damit umgehen, auf jeden Fall. Okay. Wo sehen Sie die Grenzen eines Schülers? Was bei mir gar nicht geht, ist Lügen und Unehrlichkeit. Ja, genau. Das würde ich auch so sehen. Mhm. Und vorlautes Verhalten im Unterricht. Wie lange schätzen Sie, brauchen Sie, um sich richtig an unsere Schule, Schüler und Mitarbeiter zu gewöhnen? Also ich war 2016/17 im Referendariat schon an der Schule und ich habe mich eigentlich schon wieder eingewohnt. Also bin ganz glücklich, dass ich das Jahr wieder da sein darf. Ich bin schon noch in der Eingewöhnungsphase, läuft ganz gut, aber ist noch nicht abgeschlossen. Ähnlich wie bei der Frau Löffler, aber man wird hier mit offenen Armen empfangen und wird einem leicht gemacht, dass man sich hier wohlfühlt. Okay. Was war an unserer Schule Ihre schlimmste Unterrichtsstunde? Ist jetzt alles so nett. Da gibt es keine schlimmen Unterrichtsstunden. Also ich habe ja 2017 meine Lehrprobe da gemacht und das war schon eine sehr anstrengende Stunde für mich. Die schlimmste, ob es jetzt schlimm war, aber auf alle Fälle anstrengend. Okay. Ich habe auch nicht nur so eine ganz schlimme erlebt in den letzten Wochen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Okay.